Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Destiny Beutezug Video von mir. Dieses Mal mähe sie nieder. Ein Beutezug von Irismorn. Die Aufgabe ist, vernichte die Schar auf der Erde mit dem Schwert einer Klinge. Die einfachste Möglichkeit, diese Mission zu machen, ist, wenn man auf der Erde die Mission die Faust von Crota anfliegt. Das ist die erste DLC-Mission, das mit dem neuen DLC gekommen ist. Ich mache hier direkt kurz einen Cut, damit man das ganze Anfliegen nicht schauen muss. Und da wären wir auch schon. Sardon, befehle ich die Schar aus Geburt auf der Erde. Durchsuche die Grotten, finde dieses Monster und setze ihm ein Ende. Tja, in dieser Mission findet man den Schwertritter, Sardon ist der erste, der das Schwert dann fallen lässt. Seine Armee half dabei, den Mond zu zerschmettern und für seinen Meister zu erobern. Seine Anwesenheit ist ein Zeichen. Die Schar bereitet sich auf das Erwecken von Krotas Seele vor. Tja, dann tötet man einfach den. Der lässt dann das Schwert fallen. Dieses hier. Und dann kann man noch weiter. Und hier vorne kann man dann exakt 15 Leute töten. Ein bisschen mehr sogar. Die killt man einfach mit dem Schwert. Und dann ist die Mission auch schon so gut wie geschafft. Und schon hätten wir das. Keine große Hexerei. Und schon gemacht. An der Stelle kann man auch die Mission machen, wo man dreimal den Ritter töten muss. Mit dem Schwert, das ich jetzt hier habe. Und das war eigentlich auch schon die ganze Hexerei. Und geht ganz schnell, wenn man weiß, wo der Ritter ist, den man töten muss. Beziehungsweise man könnte das auch auf den Patrouillenmissionen machen. Mond und Erde. Aber hier findet man den Ritter direkt in der Mission und hat das Ganze dann auch schnell gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen und viel Spaß bei den Beutezügen.